Entschuldigung, Frau Dr. Geitsch, Geschäftsordnung. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, ich beantrage für die einreichenden Fraktionen den folgenden Tagesordnungspunkt 6.11 nochmal zu vertagen. Es gibt hier noch Beratungsbedarf. Und ich bitte um Ihre Zustimmung. Rein vertagen, Frau Dr. Geitsch, oder irgendwo Zurücküberweisung? Nee, rein vertagen. Wir denken, dass wir das, die Probleme, die es gibt, auch so klären können. Okay, also ist Geschäftsordnungsantrag auf Vertagung gestellt. Gibt es dazu eine Gegenrede? Sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für Vertagung von 6.11? Gegenstimmen? Enthaltung. Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, eine Enthaltung. Damit hätte es keine Mehrheit gefunden. Und damit würden wir jetzt den Tagesordnungspunkt 6.11 aufrufen. Und ich darf bitten, dass die Vorlage eingebracht wird und gegebenenfalls auch gleichzeitig verbunden wird mit der Einbringung des Ersetzungsantrages. Wer macht es? Herr Dr. Deppe, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Am 30. Januar 2020 hat dieser Stadtrat mit großer Mehrheit den Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität erklärt. Man kann an diesen wegweisenden Beschluss gar nicht oft genug erinnern. Aber eine Aufgabe verlangt nach Taten. Und wir sind nun alle zusammen in der Pflicht, diese Taten zu zeigen. Eine zukunftsweisende Tat in diesem Sinne ist unser intrafraktioneller Antrag zu 100% Ökostrom für die Landeshauptstadt Dresden. Wir wollen, dass unser städtischer Energieversorger Sachsen Energie jetzt rasch voranschreitet bei der Umstellung auf Stromerzeugung und Bezug aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasser. Dazu soll ein Stufenplan entwickelt werden, der der Öffentlichkeit vorgelegt wird. In die gleiche Richtung wirkt ja auch bereits der Auftrag des Stadtrats anlässlich der Gründung der Sachsen Energie im November 2020 an die EVD, ein Konzept zu entwickeln, mit dem Dresden Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 erreicht. Es geht hier nicht um eine unzulässige Einmischung in die Geschäftspolitik des Unternehmens, sondern darum, dass der Mehrheitsgesellschafter dem Unternehmen ein klares Ziel von hoher gesellschaftlicher und politischer Akzeptanz setzt, dem er selbst höchste Priorität zumisst. Das kann, das darf und das muss ein öffentlicher Gesellschafter in einem öffentlichen Unternehmen tun. Um einen kraftvollen Zwischenschritt zu gehen, wollen wir, dass die Landeshauptstadt ihren eigenen Strombezug für Verwaltungsgebäude, Schulen, Kitas und Klinikum bereits 2025 komplett auf 100% Ökostrom umstellt. Damit werden wir in Größenordnungen CO2-Emissionen in Dresden einsparen. Zudem wird es eine Vorbildfunktion für viele andere große und kleine Stromkunden in Dresden haben und auch für andere Städte in Deutschland. Dresden geht damit voran im Klimaschutz, wird die Botschaft in die Welt sein. Auch für das Unternehmen Sachsen Energie wird es ein wichtiges Signal sein, wenn ein Großkunde und gleichzeitig Gesellschafter 100% Ökostrom bestellt. Es wird das Unternehmen bestärken in seinen Anstrengungen für eine Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. In den Beratungen zu diesem Antrag hat das Unternehmen bereits klar erklärt, dass es ohne weiteres in der Lage ist,
solch einem Auftrag nachzukommen. Sowohl die Stadt als auch das Unternehmen werden dabei gewinnen und die Umwelt sowieso. Wir haben hier also eine dreifache Win-Win-Situation. Nun ist in den Ausschussberatungen uns entgegengehalten worden, dass das ja Mehrkosten verursachen würde. Nun denn, die vom Unternehmen bezifferten Mehrkosten würden sich gegenwärtig auf 200.000 bis 250.000 Euro pro Jahr belaufen. Das sind bei einem gesamten Haushaltsvolumen der Landeshauptstadt von 1,9 Milliarden Euro für eine Aufgabe von höchster Priorität, mit Verlaub, Peanuts. Peanuts, die wir sonst gerne mal nebenbei für Unwichtigeres ausgeben. Es geht aber auch noch besser. Es ist durchaus möglich, im Rahmen der ohnehin anstehenden Neuverhandlungen des städtischen Strombezugs diesen Betrag noch zu vermindern. So hat die Stesat bereits mit der Sachsenenergie einen 100-prozentigen Ökostrombezug ausgehandelt, der zu keinen Mehrkosten führt. Auch die DVB werden ihren Strom künftig als 100% Ökostrom beziehen. Das ist auch der Grund, weshalb wir den Punkt 4 in unserem Antrag bereits streichen konnten und zusammen mit veränderten Fristen heute diesen Ersetzungsantrag vorgelegt haben. Warum sollte nun der gesamten Stadt nicht das möglich sein, was diese beiden städtischen Gesellschaften schaffen? Es geht bei diesem Antrag heute auch darum, dass wir im Dresdner Stadtrat unserer Verantwortung gerecht werden. Der Klimawandel schreitet massiv voran. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung, zu dem sich Deutschland bekannt hat, noch erreichen wollen, müssen wir unsere Treibhausgasemissionen bis 2035 auf null runterbringen. Und dazu sind drastische Reduktionsschritte in den nächsten 5, 6 Jahren erforderlich, weil es danach einfach zu spät ist. Natürlich können wir in Dresden nicht die Welt retten, aber wie Herr Sittel in der Mai-Sitzung hier im Stadtrat gesagt hat, wir können und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten. Und wir müssen, meine Damen und Herren, wirklich auch damit unserer moralischen Pflicht gegenüber denen gerecht werden, die nach uns kommen. Und dies hat auch das Bundesverfassungsgericht in seinem wegweisenden Urteil vom 24. März diesen Jahres festgestellt, dass wir hier in der Pflicht stehen. Und das Bundesverfassungsgericht sieht darin nicht nur eine moralische Pflicht, sondern auch eine politische Pflicht, eine rechtliche Pflicht, die wir als Politikerinnen und Politiker nachkommen müssen. Deshalb müssen wir hier mit unseren Mitteln, und das können wir hier heute tun, den Klimaschutz auch in unserer Stadt voranbringen. Deshalb bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung des Antrags und auch gleichzeitig des Ersetzungsantrages. Jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Die würde normalerweise beginnen mit Bündnis 90 Die Grünen, hatten wir jetzt schon mit der Einbringung. Jetzt als nächstes AfD-Fraktion, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Dr. Deppe, das eine ist der politische Wille, das andere ist die technische Umsetzbarkeit. Bertolt Brecht sagte einst, wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Angesichts dieses Antrages bin ich mir noch unschlüssig, welcher der beiden Gruppen ich die Antragsteller hier einordnen sollte. Angesichts der Aussagen der obersten Grünen, Annalena Baerbock, kommt der Strom ja bekanntlich aus der Steckdose, Netze fungieren als Speicher und kleine Kobolde verrichten täglich ihre Arbeit in Akkumulatoren. Mir fällt es allerdings schwer zu glauben, dass auch die Vertreter der Grünen hier in Dresden auf kommunaler Ebene an diese steilen Thesen glauben und mit diesem Antrag sogar noch einen draufsatteln wollen. Denn die Forderung nach der Umstellung der Stromversorgung in Dresden auf 100% Ökostrom bis 2025 bedeutet nichts anderes, als die gesamte Stadt und mit der Sachsenenergie auch Gesamtostsachsen sehenden Auges mit großer Wahrscheinlichkeit in den Blackout zu schicken. In jedem Fall setzt man aber die Versorgungssicherheit unserer Stadt für dieses ideologisch-utopistische Fantasiespiel aufs Spiel. Volatile Energiequellen wie beispielsweise Wind- und Solarenergie sind nicht imstande und werden auch nie imstande sein, den Grundlastbedarf einer Großstadt wie Dresden und seiner Industrie abzudecken. Wir haben in Dresden und Umgebung
Rund ein Dutzend Gießereien. In Deutschland werden pro Jahr 5,9 Millionen Tonnen Stahl geschmolzen. Laut Bundesverband der deutschen Gießereiindustrie liegt der Stromverbrauch allein für diesen Industriezweig durchschnittlich bei 11 Millionen Megawattstunden. Dafür müssten theoretisch rund 500 der größten Onshore-Windräder 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr bei Volllast drehen, was aber ehrlicherweise nie passiert. Wenn sie es mal nicht tun, reicht der Strom nicht mehr aus, um die Schmelze in den Schmelzöfen flüssig zu halten. Der Stahl erstarrt in den Schmelzöfen. Der Schaden für die Unternehmen ist irreparabel und die Unternehmen sind ruiniert. Oder es im Duktus der Grünen zu sagen, die Lieferung des neuen Lastenfahrrads verzögert sich um weitere 6 Monate. Mangelwirtschaft à la DDR lässt grüßen. Fazit ist, Hochtechnologiestandorte mit komplexen Fertigungs- und Produktionsprozessen, wie wir sie hier in Dresden zum Glück noch zuhauf haben, sind inkompatibel zu einer unsicheren Stromversorgung. Wie unsicher diese Stromversorgung ist, kann man an den kürzlich veröffentlichten Zahlen zur Verfügbarkeit von regenerativen Energien im ersten Halbjahr dieses Jahres erkennen. Obwohl die theoretischen Kapazitäten zur Erzeugung von Strom aus regenerativen Quellen allein im vergangenen Jahr um 4% gestiegen sind, hat sich der Anteil an diesen regenerativen Energien im Vergleich zum Vorjahr um 15% reduziert, im Bereich der Windkraft sogar um 20%. 20% Ursachen waren alleine die windstillen und sonnenarmen Tage in diesem Jahr. Wir machen also die Industrienation Deutschland und auch den Industriestandort Dresden mit diesem Antrag zukünftig abhängig von der Wetterlage. Werksarbeiter werden also zukünftig keine geregelten Arbeitszeiten mehr haben, sondern nur noch dann zur Schicht kommen müssen, wenn das Wetter passt. Tolle Aussichten. Die Alternative zu dieser unsicheren Stromversorgung und Stromausfällen wäre dann noch der Import von Kohle und Atomstrom aus Tschechien. Die Tschechen bauen jetzt schon an ihrer Grenze zu Deutschland neue Atomkraftwerke und lachen sich über die deutsche Energiepolitik kaputt. Ganz ehrlich, wenn ich mir aussuchen könnte, ob Tschechien Atomkraftwerke baut oder wir in Deutschland, dann bitte hier, weil unsere Sicherheitsstandards sind weitaus höher als die in Tschechien. An dem Antrag muss ich zudem bemängeln, dass er so unsauber formuliert ist, dass er einen erheblichen Interpretationsspielraum lässt. Inhalt dieses Antrags könnte genauso gut sein, dass nicht die Stromerzeugung selbst auf 100% Ökostrom umgestellt, sondern lediglich durch den Zukauf von Ökostromzertifikaten der bestehende Strommix im Netz zukünftig als Ökostrom deklariert werden soll. Hier würde ich dann tatsächlich nochmal den Antragsteller bitten, hier auch Klarheit zu schaffen, ob wir wirklich tatsächlich von 100% Ökostromerzeugung reden oder nur von 100% Ökostromzertifikaten. Unabhängig davon halte ich den Weg des zusätzlichen Kaufs von Ökostromzertifikaten für Kohlestrom für nicht zustimmungsfähig. Denn auch dieser Weg führt lediglich dazu, dass einige wenige guten Gewissens ihr E-Auto laden können, während andere plötzlich noch mehr Geld für Strom bezahlen müssen, als sie es ohnehin schon tun. Wir haben jetzt schon in Deutschland die höchsten Strompreise in Europa. Mit diesen 100% Ökostromzertifikaten hätten wir dann in Dresden die höchsten Strompreise in Deutschland. Wir als AfD-Fraktion sagen deshalb ganz klar, wenn schon Ökostrom, dann bitte als Kernenergie. Alles andere ist uns zu unsicher und zu teuer. Hierfür sind die Rahmenbedingungen zurzeit allerdings nicht gegeben, deshalb müssen wir diesen Antrag leider ablehnen. So, als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Zum Antrag hat, ich denke, Herr Dr. Deppe das Wichtigste bereits gesagt. Auch zum Thema Klimawandel und zur Frage regenerativer Energiebereitstellung haben wir uns hier im Rat schon oft ausgetauscht. Prinzipiell heißt es global denken und regional handeln. Das Globale sind für uns die Beschlüsse von EU und der Bundesregierung. Diese Leitlinien und Ziele heißen, Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Nach meinem Verständnis müsste sich hier in der Kommune für das Erreichen genau dieses Zieles durch die CDU besonders stark machen. Aber aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen tun sie das nicht. Sind für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, die Beschlüsse der von Ihrer Partei geführten Bundesregierung nicht verbindlich? Global denken, regional handeln. Warum können Sie unserem Antrag
dem Antrag von Grünen, SPD und Linken nicht zustimmen. Einem Antrag, der die Sachsenenergie als unseren kommunalen Anbieter von Strom, Wasser, Wärme und Gas in die Pflicht nimmt. Anders noch einem Antrag, mit dem wir die Sachsenenergie unterstützen, ihre Verantwortung für die kommunale Daseinsvorsorge zeitgemäß gerecht zu werden. Und zeitgemäß heißt eben hier, Energie zunehmend aus regenerativen Energiequellen zur Verfügung zu stellen. Das tut die Drehbach bereits jetzt mit ca. 52%. Bekannt dafür ist das Segment Dresden Strom Natur, den auch viele Private bereits jetzt nutzen. Wir wollen, dass die Stadt hier ein Stück vorangeht. Und wir sind froh darüber, dass laut Aussagen der Drehbach, dass die geplante und auch schon zum Teil realisierte Versorgung der Stadt und der Eigenbetriebe mit Ökostrom kaum teurer, wenn auch nicht zum Nulltarif zu haben ist. Ich bitte Sie, liebe Stadträtinnen und Stadträte der CDU, noch einmal nachzudenken und mit uns gemeinsam den Schritt in die Zukunft zu gehen, den Schritt in die CO2-Neutralität, gemeinsam mit Drehbach, gemeinsam mit der Sachsenenergie. Dankeschön. Wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit SPD-Fraktion, Herr Engel. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, die Betroffenheit von Dresden in Bezug auf den Klimawandel muss man nicht noch extrem ausführlich erläutern. Wir alle merken, dass Starkregenereignisse in den letzten Jahren tendenziell zugenommen haben. Wir merken auch, wie sich der Zustand unserer Wälder auch verändert hat. Wir merken das manchmal auch, wenn wir da zusätzliche Gelder irgendwie freigeben müssen, wenn wir vielleicht auch nicht mehr so das vorfinden, wie wir es vielleicht aus früheren Zeiten auch kennen. Und wir merken es natürlich ganz besonders in den heißen Sommern, wenn es manchmal in der Stadt unerträglich wird. Wenn Menschen, glaube ich, sich dann schon überlegen, okay, macht das hier eigentlich noch Spaß, hier auch zu wohnen? Und wir sollten uns, glaube ich, auch nie oder sollten nie aus den Augen verlieren, welche Menschen da ganz besonders betroffen sind. Es sind eben oft die Menschen, die nicht so das große Geld haben, um im Sommer 3 Wochen irgendwo in ein Land zu fliegen, wo es klimatisch vielleicht etwas angenehmer ist. Es sind oft eben nicht die Menschen, die einen schönen Pool, ein Eigenheim irgendwo am Stadtrat haben, wo man sich gut entspannt dann hinlegen kann. Und es sind vielleicht auch nicht die Leute, die in einem klimatisierten Penthouse sind, sondern es sind mich oft die Leute, die in etwas engeren Wohnverhältnissen leben, die, glaube ich, ganz besonders da auch von diesen sich ändernden Rahmenbedingungen betroffen sind. Und aus unserer Sicht, aus Sicht der SPD-Fraktion, ist da Handeln notwendig. Und ich glaube, da hilft ein Stück weit auch das Sankt-Florian-Prinzip nicht weiter. Es wird ja oft bemüht, wenn es um Klimaschutz geht. Ja, es ist ja nur die Stadt Dresden, die hat ja nur 500.000 Einwohner, was macht denn China? Gut, diese Argumentation kann man natürlich zum Ende führen. Aber dann werden wir, glaube ich, insgesamt nie wirklich wirksamen Klimaschutz erleben. Und ich glaube, es ist eben nicht nur aus klimapolitischen Gründen sinnvoll, diesem Antrag zuzustimmen, sondern eben auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir haben auf Bundesebene gerade sehr, sehr viel Bewegung beim Thema Klimaschutz. Wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was Herr Dr. Deppe schon angesprochen hat. Wir haben jetzt auch eine Neufassung vom Klimaschutzgesetz, wo man sicherlich über einige Fragen auch kontrovers sprechen kann. Aber wir merken, da ist gerade viel unterwegs. Und da verschieben sich gerade viele auch wirtschaftliche Parameter. Viele Dinge, wo wir dachten, okay, das kommt vielleicht in ein paar Jahren, werden jetzt plötzlich hochgeholt, vorgezogen. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo wir auch als Stadt Dresden überlegen müssen, okay, kommen wir jetzt eigentlich vor die Welle oder kommen wir erst nach die Welle? Weil ein Stück weit haben wir ja auch hier die Aufgabe als Stadtrat zu schauen, wie schaffen wir es, dass unsere Sachsenenergie eben nicht nur kurzfristig weiterhin wirtschaftlich tragfähig ist, sondern eben auch langfristig in diesem Energiemarkt bestehen wird. Und der wird sich sehr, sehr rasant verändern. Und da ist aus unserer Sicht dieses Stufenkonzept, was hier in dem Antrag auch gefordert wird, ein sinnvolles Vorhaben. Ich würde aber an der Stelle noch mal kurz auf Herrn Laczynski eingehen wollen. Also ich weiß ja jetzt wirklich nicht, ich weiß, es hat ein bisschen für sich gesprochen, aber es würde mich wirklich interessieren, wer die Rede für Sie geschrieben hat. Weil
ich sag mal so, in dem Antrag steht nicht drin, dass wir die komplette Stadt Dresden mit ihren 500.000 Einwohnern bis 2025 auf 100% Ökostrom umstellen wollen. Die Stadtverwaltung, das ist was anderes. Plus die Unternehmen, plus die Eigenbetriebe. Das ist der Beschlusspunkt, auf den Sie sich offenbar die ganze Zeit bezogen haben. Dementsprechend gab es eigentlich für einen guten Teil Ihrer Rede keine sachliche Grundlage. Und das ist aus meiner Sicht auch eine gute Überleitung, um dafür zu werben, diesem Antrag hier auch zuzustimmen. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Blödner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Umstellung auf Ökostrom bei Drewag und Stadt voranbringen, so der Titel. Das Ziel, den Ökostrom zu erhöhen. Aber letzten Endes hat der Antrag zwei Probleme. Zum einen ist es ein Mix zwischen dem, was die Stadt tun soll und was die Sachsenenergie tun sollte. Und zum anderen hat man so das Gefühl, man weiß nicht so richtig, was man tut oder wie man es genau machen soll, aber irgendwie müsse man vorangehen. Letzten Endes, 14 Uhr, gab es noch mal eine Komplettersetzung des Antrags. Das Ganze ist, das muss man fairerweise sagen, deutlich unproblematischer dadurch geworden, aber die grundlegenden Schwierigkeiten bleiben. Vielleicht zu Punkt 1, Ökostrom durch die Sachsenenergie vergrößern. Letzten Endes bewegen wir uns in einem Markt, wo es bundesweite Rahmenbedingungen gibt, die entscheiden, wie es vorwärts geht, woran man sich ausrichtet. Da sind ja durchaus ambitionierte Ziele überall dabei und die Sachsenenergie ist auch sehr gut unterwegs. Viele technische Lösungen sind in Erarbeitung, auch wenn noch nicht alles ausgereift ist und bei nicht allen Themen klar ist, wohin die Reise geht. Wovor wir aber als FDP warnen, ist dort zu versuchen, sein eigenes Süppchen zu kochen und eine Art eigenes Regelwerk oder Ähnliches zu erschaffen. Es ist ein bundesweiter Wettbewerb und wir brauchen auch in diesem Markt eine sehr starke Sachsenenergie, um beispielsweise die Querfinanzierung des ÖPNVs bei uns zu gewährleisten. Eigene Ideen wird es in der Regel teurer, aber selten besser. Zu Punkt 3 noch, die 100% Ökostrom für Stadtverwaltung und Eigenbetriebe. Gut, da kann man gerne ein Angebot einholen, das ist nicht wirklich problematisch, aber man sollte sich schon die Frage stellen, bietet das überhaupt einen Mehrwert? Denn die Frage ist, wie sich dadurch der Energiemix bei der Sachsenenergie insgesamt ändert. Wenn wir als Stadt 100% Ökostrom bei der Sachsenenergie einkaufen, aber der Rest im Gesamtmix genauso bleibt, haben wir quasi null Effekt. Zum anderen, technisch gesehen, sind wir noch gar nicht weit genug, um die Spitzen oder sagen wir, Versorgungslücken bei Windstille oder fehlender Sonne auszugleichen und müssen dort weiterhin auf konventionelle Energie zurückgreifen. Daher, der Verbund der Sachsenenergie bietet da sehr gute Grundlagen, um das sukzessive zu verbessern und Lösungen zu finden, aber lassen wir sie dort einfach ihren Job machen und über die politisch besetzten Aufsichtsräte dort begleiten. Entsprechend lehnen wir diesen Antrag hier ab. Dankeschön. Wird Dissidenten das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber ich bin dazu aufgefordert worden von meiner Fraktion. Jens Mattis freut sich schon. Tut mir leid, nächstes Mal setze ich wieder aus. Ich hatte damals auch noch als Mitglied der Grünen Fraktion meine Bedenken gegenüber diesem Antrag zur Kenntnis gegeben, habe ihn aber trotzdem natürlich unterstützt letztendlich und wir werden den Antrag auch unterstützen, obwohl man uns nicht gefragt hat, aber er ist in der Sache richtig. Und ja, Frau Apel, wir machen eben auch Politik an Sachfragen orientiert, aber Sie haben jetzt gerade Wichtigeres zu tun. Ich will es einfach versuchen, erst nochmal meine Kritik auf den Punkt zu bringen. Dieser Antrag zielt darauf, den Absatz von erneuerbarem Strom zu erhöhen. Das sind Arten von Anträgen, wie man es in den 90er Jahren gemacht hat, als es darum ging, den Absatz von erneuerbarem Strom, überhaupt den Markt anzuregen. Da waren diese Instrumente sinnreich und sie wurden auch breit angewendet. Aber wir haben ja mittlerweile eine Entwicklung des erneuerbaren Energienmarktes, der ja eigentlich schon über der Hälfte des Energiestromverbrauchs ist.
Und wir wissen ja auch, wenn man nicht so ideologisch verblendet ist, wie hier manche von der rechten Seite, dass die erneuerbaren Energien sich schon längst durchgesetzt hätten, und zwar nach marktwirtschaftlichen Mitteln und Instrumenten, wenn nicht der Fossilstrom in unendlicher Weise subventioniert werden würde und wenn der erneuerbare Energie nicht in unendlicher Weise administrativ behindert werden würde, wie es jetzt gerade erst auch wieder die CDU-FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen getan hat. Es geht um 100% erneuerbaren Strom, natürlich, und da geht es in erster Linie um die Flächen. Ja? Ich weiß nicht, viele, die jetzt hier, sage ich mal, sich Sorgen machen um die Geschäftspolitik und Eingriffe in Geschäftspolitik der Sachsenenergie, die wissen sicher nicht, dass die Sachsenenergie seit über 10 Jahren ungefähr 10 bis 15 bis 20 Millionen Euro jedes Jahr als Investbudget für den Ausbau erneuerbarer Energien im Budget hatten. Und zwar beschlossen vom Aufsichtsrat seit Jahren völlig anstandslos, parteiübergreifend. Und diese Mittel nur deswegen nicht zur Investition kamen, weil in Sachsen Flächen fehlen. Warum fehlen in Sachsen Flächen? Weil eben, wie gesagt, administrativ der Ausbau der Windenergie eben von der CDU-Staatsregierung immer gestoppt wurde. Und wir haben ja alle gehofft, dass jetzt endlich der Deckel mal wegfliegt mit dem neuen Energie- und Klimaprogramm. Was wir dort allerdings dann vor 3 Wochen zur Kenntnis nehmen mussten, ist mehr als niederschmetternd. Da wird faktisch nichts passieren. Das ist ein Versagen der Grünen in der Landesregierung, das muss man einfach so sagen. Aber tut mir leid, ich habe gesagt, ich soll die Grünen nicht so sehr kritisieren, ich bin jetzt auch zu Ende. Die Position der CDU ist natürlich grotesk falsch und sie ist natürlich ein übles Scheinargument. Es geht nicht um den Eingriff in Geschäftspolitik. Lassen wir uns das Argument mal auf den Zunge zergehen. Also, hat Dr. Debe hat rausgearbeitet, die Drewag hat gesagt, wir beliefern euch gerne, wollen dafür aber mehr Geld haben. Also ich weiß jetzt nicht, warum es ein Eingriff in die Geschäftspolitik einer Firma sein soll, wenn man ihr anbietet, mehr Geld zu verdienen. Also da sagt doch jede Firma, Dankeschön, mache ich gerne. Wenn ich da jemanden finde, der mir das abnimmt zu einem höheren Preis, bitteschön, wo ist da der Eingriff in die Geschäftspolitik? Da sage ich, danke, nehme ich mit. Also das ist absurd. Um was es geht? Da ist noch ein anderer Punkt. Sie als CDU haben im November letzten Jahres den Unternehmenszielen der Sachsenenergie zugestimmt. In diesen Unternehmenszielen steht drin, im Jahr 2035 und nicht 2045 oder irgendwelche Zahlen, die leider in diesem Antrag stehen, haben wir das Ziel der Klimaneutralität, und zwar als Unternehmen Sachsenenergie. Das hat dieser Stadtrat als politisches Leitungsgremium völlig zu Recht gegenüber der Sachsenenergie. Ja, was ist das denn? Soll das jetzt ein Eingriff in die Geschäftspolitik sein? Nein, ist es nicht. Es ist natürlich die Erfüllung der Aufgabe, die dieser Stadtrat hat, um die Geschäftspolitik der wichtigsten städtischen Unternehmen auch zu konkretisieren. Also, um was es hier eigentlich geht. Sie als rechte Seite des Stadtrates sind einfach nicht bereit, die von Ihnen auch zugesagten Konsequenzen für eine Klimaschutzpolitik zu tragen. Und Sie verstecken sich hinter scheinwirtschaftlichen Argumenten. Und da sage ich Ihnen, da können Sie heute vielleicht noch mal diesen Antrag ablehnen mit Ihrer Halbmehrheit, die Sie hier in diesem Stadtrat haben. Ja? Aber Sie werden sich nicht auf Dauer dieser Debatte entziehen können. Und da brauchen wir nicht nur den heißen Sommer. Ich sage jetzt auch nicht Kanada. Ich weiß nicht, ob Sie heute die Meldung aus dem Deutschlandfunk gehört haben. Ja? Da können Sie alles so tun, das geht uns alles nichts an. Doch, es geht Sie was an. Und auch wenn Sie heute sich noch einmal dem entgegenstellen, Herr Krüger, wenn Sie sich heute auch noch mal entgegenstellen, ich bin sicher, die Menschen in Dresden werden Sie fragen, und zwar sehr bald, was haben Sie getan, um tatsächlich etwas gegen den Klimawandel und gegen die Klimakatastrophe zu tun? Nein, wir brauchen ein wirkliches Dekarbonisierungskonzept. Dieser Antrag wäre ein erster kleiner Schritt, dem eigentlich wichtigere folgen müssten. Aber wenn Sie sogar diesen kleinen Schritt ablehnen, dann zeigen Sie damit, dass Sie nicht bereit sind für eine echte Klimaschutzpolitik. Abgelaufen. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich bin auch zu Ende. Danke. Als nächstes wird das Wort gewünscht, Freie Wähler. Nein, dann CDU das Wort gewünscht, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, irgendwie komme ich mir gerade vor ein bisschen wie im Tollhaus. Der Kollege Lichti sagt, die CDU hätte irgendeine Position, und Kollege Krüger, wir haben noch gar nichts gesagt. Die
Die SPD kommt ja mit einer sozialen Komponente. Die Linken versuchen uns zu umarmen. Und alle sagen, es geht doch hier eigentlich nur um Peanuts. Es geht eigentlich nur darum, dass die Stadt Dresden ein bisschen mehr Ökostrom kauft. Aber haben Sie denn alle den Antrag nicht gelesen? Punkt 1 steht drin, dass der Strommix der Drewag in Ihrem Angebot geändert werden soll. Das ist doch hier der springende Punkt. Und ich bin mir auch so ein bisschen unsicher, wenn ich den Kollegen Deppe höre und manch anderen hier, waren wir bei unterschiedlichen Beratungen und bei unterschiedlichen Anhörungen von den Vertretern der Drewag. Die Drewag hat uns deutlich gesagt, dass sie natürlich Strom anbieten können. Aber sie hat uns auch deutlich gesagt, dass sie sich in einem marktwirtschaftlichen Rahmen bewegen müssen und dass sie natürlich nur das Angebot machen können, was hier auch nachgefragt wird von den Kunden. Und der Kunde entscheidet, ob er Ökostrom kauft oder ob er den Strom woanders kauft und nicht Sie entscheiden. Und das heißt, wenn Sie zukünftig, jetzt bin ich dran mit Reden, Sie können dann gerne nochmal sich zu Wort melden. Es geht darum, nicht stärken wir unser Unternehmen, sondern wir versuchen unseren Unternehmen, Drewag oder Sachsenenergie, und da stellt sich natürlich auch die Frage, wohin sich Ihr Antrag richtet, denn eigentlich ist die Drewag ein Stück weit in der Sachsenenergie aufgegangen und wir als Stadtrat oder Sie stellen sich ja hin und wollen noch über die anderen Eigentümer der Sachsenenergie entscheiden. Das finde ich auch schon ein Stück weit vermessen. Also, für uns ist ganz klar, und das hat die Drewag in der Anhörung deutlich gesagt, wenn die Nachfrage da ist am Markt für viel mehr Ökostrom, wenn der rentierlich ist für den Endverbraucher, dann wird sie dieses Angebot liefern. Und so funktioniert der Markt. Und dazu braucht es nicht ihres Antrages. Und der Stufenplan ist da wenig hilfreich. Ganz im Gegenteil. Insoweit werden wir Ihren Antrag bis auf Punkt 2 ablehnen. Aber nur noch mal zu einigen Punkten. Wenn Sie uns vorhalten, wir wären gegen Klimaschutz und gegen CO2-Verringerung, stimmt überhaupt nicht. Wir möchten dies aber mit markt- und wettbewerbstauglichen Innovationen und nicht mit Restriktionen erreichen. Das ist der Unterschied. Zu Punkt 2 dieses Antrages, also Punkt 1 lehnen wir in Ihrem Antrag ab. Zu Punkt 2, eigentlich bedarf es diesen Punktes gar nicht, aber naja, weil die Drewag schon lange viel Geld investiert in alle modernen Möglichkeiten. Nun zu Punkt 3. Die städtischen Unternehmen und die Verwaltung müssen selbst entscheiden, ob sie in ihren Wirtschaftsplänen die Mehrkosten für Ökostrom unterbringen wollen bzw. können oder nicht. Und ich glaube, die Stesat ist mit ihrem Stromverbrauch kein sonderlich großes Beispiel. Wir wollen hier keine Vorgaben machen, denn die Finanzierung von höheren Bezugskosten für Ökostrom, und die sind derzeit noch höher, geht natürlich zulasten von anderen wichtigen Projekten und Investitionen. Und nun ist es für mich ganz schlechter Stil, dass Sie als Antragsteller nicht selber eine Deckungsquelle aufzeigen und zum wiederholten Male der Verwaltung aufgeben, dass Sie Deckungsquellen für die Erfüllung Ihrer Wünsche suchen soll. Ich nenne das eine Frechheit, zumal das nicht das erste Mal von Ihrer Seite ist. Deswegen lehnen wir auch diesen Punkt ab. Und ich schließe mich jetzt nicht ganz dem Thema der AfD und so an, von wegen volatile Windenergie und. Erlauben Sie mir eine abschließende Bemerkung dazu, denn die Ökoenergie, die wir hier beziehen, kommt nach meiner Kenntnis aus norwegischen Wasserkraftwerken. Da gibt es das Problem nicht mit der Windkraft, aber was nützt es dem Klimaschutz in Dresden und Sachsen, wenn wir mit sächsischen Steuergeldern und mit Dresdner Haushaltsmitteln die Gewinne von Wasserkraftwerken in Norwegen finanzieren? Danke. Deswegen lehnen wir den Antrag ab. Ach so. Ich bitte Punkt- und punktweise Abstimmung für den Ersetzungsantrag der Grünen. Damit wäre erstmal die Fraktionsrunde beendet. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Ach doch, Herr Dr. Deppe, Schlusswort. Ja, genau. Wenn das jetzt das Einzige ist, würde ich jetzt sagen, machen Sie Schlusswort und dann gehen wir in die Abstimmung. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach dieser Debatte muss man natürlich schon noch mal auf so ein paar Dinge hier eingehen. Also ich denke, der
Wortbeitrag von Herrn Laczynski hat sich quasi von selbst erledigt. Herr Engel hat schon darauf hingewiesen, dass Sie da wohl irgendwas nicht verstanden haben. Aber das eine will ich Ihnen noch sagen, es geht hier nicht um den Kauf von Zertifikaten, sondern es geht definitiv um Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, damit Sie das noch mal gehört haben. So, nun zu Herrn Blödner und damit auch so ein bisschen zu Ihnen, Herr Böhm. Hier ist jetzt sehr viel die Rede gewesen von Nachfrage und das Ganze muss marktwirtschaftlich laufen. Ja, das Ganze muss marktwirtschaftlich laufen. Genau das wollen wir. Es geht darum, dass hier ein Kunde, ein großer Kunde der Sachsenenergie sagt, wir hätten gern Ökostrom, um damit tatsächlich auch die Energiewende, den Klimaschutz voranzubringen. Und dann wird man verhandeln mit der Sachsenenergie. Und die Sachsenenergie, Herr Böhm, hat uns ja nun bereits im Ausschuss gesagt, dass es kein Problem ist. Es gibt, Herr Blödner, keine technischen Probleme damit, diese Form der Energie bereitzustellen. Und damit wird auch nicht die Energieversorgung in Dresden aufs Spiel gesetzt, wie hier insinuiert wurde. Nein, das ist ohne weiteres machbar. Und wir sind heute über die Netzvernetzung so weit, dass das auch eine sichere Stromversorgung ist. Darum geht es. Gut, und nun wird damit Nachfrage geschaffen für das Unternehmen Sachsenenergie. Und dann wird das Unternehmen Sachsenenergie diesen Ökostrom zur Verfügung stellen. Und darüber wird verhandelt werden. Es gibt ja, glaube ich, 5 Jahresverträge dort. Und dann wird man darüber verhandeln. Und dann, denke ich, wird die Stadt sehr wohl zu dem in der Lage sein, was ja auch die Stesat geschafft hat und was auch für die DVB kein Problem ist, das Ganze ohne wesentliche Mehrkosten zu realisieren. Und damit führt sich Ihr Argument, was Sie ja auch noch mal gebracht haben, Herr Böhm, ad absurdum. Und da müssen wir eigentlich gar nicht mehr über die Deckung reden. Aber jetzt doch noch mal zu der Deckung. Die Deckung ist nicht ein Problem, was jetzt zu lösen ist, sondern das ein Problem, was mit dem übernächsten Doppelhaushalt zu lösen ist und was mit den Verhandlungen über den Strombezug zu lösen ist. Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, in den Antrag jetzt schon eine Deckung hineinzuschreiben, sondern das wird sich dann eben über die Verhandlungen ergeben. Und wie gesagt, da bin ich ganz zuversichtlich, so wie sich auch das Unternehmen fortentwickelt, was ja eben, Herr Lichti hat ja auch darauf hingewiesen, durchaus willens ist, weiter in und kraftvoll in Erneuerbare zu investieren. Da wird das Unternehmen einen Preis machen, der letztlich zu überhaupt keinen Mehrkosten führen wird. Deshalb ist es einfach überhaupt nicht verständlich, warum Sie sich eben gegen diesen Antrag sträuben. Und man muss nur noch mal sagen, die CDU-Fraktion hat mitgemacht bei diesem Beschluss 2020 eben Klimaschutz als Aufgabe höchster Priorität. Dafür sind wir Ihnen dankbar und da bin ich auch ausdrücklich Herrn Donhauser dafür dankbar, mit dem wir damals die Verhandlungen geführt haben. Irgendwie habe ich ja so den Eindruck, dass das mit dem heutigen Fraktionsvorsitzenden der CDU überhaupt nicht mehr machbar wäre. Also mein ausdrücklicher Dank nochmal an Sie, Herr Donhauser, dass wir das damals hingekriegt haben. Und Sie müssen sich, liebe CDU-Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion, Sie müssen doch auch irgendwie sehen, dass Sie nun auch mal ein bisschen was tun müssen für die Umsetzung dieses Beschlusses. Und hier ist eine Chance gegeben, die ohne Mehrkosten, die ohne technische Probleme machbar ist. Deshalb kann ich nur noch mal an Sie appellieren, stimmen Sie dem Antrag zu oder enthalten Sie sich wenigstens. Dann geben Sie uns die Chance, hier ein innovatives Modell zu machen und auch ein Vorbild für andere Städte zu sein. Vielen Dank. So, das war das Schlusswort und damit kommen wir in die Abstimmung. Es ist beantragt worden, dass wir den Ersetzungsantrag punktweise abstimmen und das würde ich jetzt auch so tun und zunächst den Punkt 1 des Ersetzungsantrages aufrufen. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung.
33 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 2. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. /47 Ja, 18 Nein, 3 Enthaltung, damit so angenommen. Und wir kommen zum Punkt 3. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Gegenstimmen. Und Stimmenthaltung. /33 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit wäre der Ersetzungsantrag in Punkt 2 beschlossen und damit diese Abstimmung zu 6.11 beendet.